Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Warhammer 40k Dawn of War Soulstorm. Wir müssten jetzt zum dritten Mal in den Trivianischen Heim. Beim letzten Mal haben wir den Gegenspieler eigentlich besiegt, aber irgendwie hat das nicht als Sieg, sondern als Niederlage gezählt. Is it a bug or a feature? Ich weiß es nicht. So, aber er scheint wirklich immer seine Basis da oben zu haben, deswegen werde ich mich entsprechend verhalten. So, zack. Eine gute Entscheidung. Ich werde es erledigen. Gelobet sei der Imperator. Ja, und da ist er auch schon. Alter. Wie mies ist das bitte, dass er so früh angreift? Aber gut, wir haben halt auch eine Ehrengarde. Feuer verstärken. So, wir müssen hier mal dringend ein bisschen nachstaffen. Und ihr einmal bitte zurückziehen. Zurückziehen, zurückziehen. Zurückziehen, sagte ich. Nicht stehen bleiben. Na gut, hat sie sich einfach abmuchsen lassen. Warum auch nicht? Was fährt er da bitte alles auf? Raketen haben Ziel erfasst. Na toll, jetzt habe ich nicht mehr genug Punkte. Unser Imperator gibt uns Kraft. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Nur die glauben. Ey. Das ist so mies. So, ich hoffe, die Celeste reißt es jetzt ein bisschen. Oder werden zerrissen. Ey, Lieben, ich beiß mir die Zähne aus. Gut, wisst ihr was? Das hat so keinen Zweck. Wir machen es anders. Wir greifen woanders an, damit wir mal bessere Truppen kriegen. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Gut, wir beenden den Zug, aber ich mache jetzt keine neue Folge draus. Okay, wir können nicht woanders angreifen. Sehr gut, er zieht sich zurück. Okay, Problem ist, ich würde gerne das Gebiet an sich haben, aber ich werde hier nochmal angreifen. Eine Ehrengarde ist verblieben. So. Ich weiß schon, was meine absolute Hassmission ist. Oder wer mein Hassgegner ist. Zeig keine Erbarmen in der Dunkelheit. Ich erwarte untertänig die Befehle. Bauprotokoll bestätigt. Ich bin ein Diener. So, schließe ich den Truppen an. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. Ich diene dem Führer aus.
So, komm her mit dem Generator. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. Wir marschieren zu den Hymnen der Ekklesiarchie. Gelobet sei der Imperator, dass er uns diesen Ort übergeht. Ich führe aus. Mann, ist das nervig. Sorry, dass ich mich hier ein bisschen anzustellen scheine. Das mache ich nicht bewusst. Führe aus. Wir kennen unsere Aufgabe. Eine gute Entscheidung. So, Munitionsupgrade gibt's auch schon mal. Gelobet sei der Imperator, dass er uns diesen Ort übergeht. Ich erwarte untertänig diese Helden. Ich höre. So, Upgrade her. Ich erwarte untertänig die Befehle. Schwestern melden sich zum Dienst. Ich versuch's auch schnell zu machen. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation! Wir befehlen Angst und Ehrfurcht! Der Imperator! Ne, Moment, ich mach erst die weiteren Türme, dass wir mehr Anforderungspunkte kriegen. Untertänigst die Befehle. Imperator, ihr könnt das schon mal einnehmen. Inspiriere mich. Ich führe aus. Moment, ach, 180 brauchen wir. So, jetzt haben wir's. Der Imperator, unser Vater und Beschützer. Angst und Ehrfurcht. Schwestern, Marsch! Ich diene, wird erledigt, höre. Nein, Moment, wir kümmern uns erst um. Haben wir dem Imperator gedient? Eine gute bessere Truppen. Ich diene dem Imperator. Und bin dabei, Lobe sei der Imperator. In seinem Namen bringen wir die Flamme der Vergeltung. Wir werden Märtyrer sein. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. Unschuldige. Schwören dir den Dienst im Frieden und im Krieg. Ich werde es erledigen. So. Noch mehr Anforderungspunkte finde ich super. Diener des Imperators. So, Upgrade. Zum Kampf. Noch ein Trupp. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Viele streben danach. Wenige schaffen es. Ich werde es erledigen. Hexenkraft, Ketzerei und Mutter. Dann bau doch hier auch noch mal einen Horchposten hin. Ich will am liebsten diese Mission nie wiedersehen, aber ich hoffe dadurch, dass ich es jetzt ausgesprochen habe, dass das so ist, dass ich es nicht heraufbeschwöre. Karma und so, ihr wisst ja. Kein
Ja komm, muxen erstmal den Commander ab, bevor er zu sehr auf den Senkel geht. Fokus Feuer und dann ist auch gleich schon wieder durch. Es sei denn, er zeigt wieder an, ja, Gegner wurde besiegt und die Mission endet einfach nicht. Aber ich befürchte echt, da war einfach dann jetzt mal wirklich ein zweiter Gegner irgendwo. Hätte, ja, hierüber kann man es tatsächlich sehen, wie viele Gegner da sind. Merken wir uns fürs nächste Mal. Überraschung, das war's doch noch nicht. Doch, das war's. War's wohl doch ein Bug? Ich weiß es nicht. Weil da hat er jetzt auch einige Sekunden gebraucht. So, Sieg. Beenden wir den Zug. Mal schauen, ob er uns jetzt wieder angreift. Ich befürchte es fast. Ja, natürlich! Er wieder mit Stärke 7, ich nur mit Stärke 4. Nochmal im trivialen Schein, warum auch nicht? Erobert die Stelle für den Imperator! Ich diene. So wird es geschehen. Vom Blitz bis zum Sturm. Ob das was wird, ich weiß ja nicht. Ich hole mir jetzt mal direkt hier ein paar Seraphim-Trupps dazu. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation! Ich erwarte untertänigst die Befehle. So wird es geschehen. Also pfeift drauf, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen eingraben. In der Hoffnung, dass sie diesmal ein bisschen was gebacken kriegen. Strategischer Punkt eingenommen. Gelobet sei der Imperator, dass er uns diesen Ort übergibt. Der Imperator, unser Vater und Beschützer. Ich kann jetzt leider nicht warten, bis ich hier bis zu meiner Lieblingseinheit hochgetecht habe. Wird diesmal schlicht und ergreifend nicht klappen. Jetzt habe ich nicht mal genug für den Horchposten. Ja, er hat sich das genommen, das war klar. So, komm, nächster Horchposten. Wir haben hier alles gesichert. Sie werden niemals siegen. So, hier brauche ich auch wieder 100 Punkte. Upsa, wir kommen da zu Besuch. So, ich weiß nicht, ob wir durch das schnelle Einheiten ausbilden ihm vielleicht die Motivation genommen haben, uns anzugreifen. Möglich. Aber dass er sieht, oh, der hat jetzt doch ein bisschen zu viel, als dass ich da angreifen könnte. Wenn ja, dann würde ich einfach mal unterstellen, wir haben was richtig gemacht. Und wenn ich diese Mission jetzt endlich mal schaffe und es schaffe, ihn zu besiegen, dann werde ich auch seine Ehrengarde ein bisschen abgemurkst haben. Da geht er down. So, kurz schauen. Ich hatte zwei Gegner. Verdammt. Oh, das. Okay, das heißt, das eine Mal, wo ich versagt habe, war komplett unnötig. Weil ich da einfach nur weiter hätte gucken müssen, weil ich zwei Gegner habe.
So, eine Einheit schon mal weg. Dann werde ich hier auf jeden Fall noch mal ein paar Türmchen hinstellen. Dafür bin ich ausgerüstet. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Wir gehen mal hier rüber. Ja, bleib mal hier hinten. Ich werde es erledigen. Ich diene. So, kommen wir durch mal bitte um den Generatoren. Und ihr kommt mal bitte alle hier rüber, denn er kommt jetzt mit seiner Panzerbrigade. Kinas. Ich führe aus. Ich habe hier noch gar keine Upgrades. Ah, ich depp. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Ich führe. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. So, also, dann nehmen wir eben erstmal sein schönes Panzerspielzeug weg. Sehr gut, dann geht er down. So soll es sein. Wunderbar. Haben wir ihn schon in den Panzer genommen. Ich werde es erledigen. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Ich bin ein Diener des Imperators. So, dann einmal rüber. Den einnehmen, weil ein paar Pünktchen brauchen wir durchaus noch. So wird es geschehen. Eine gute Entscheidung. Hexenkraft, Ketzerei vom und Blitz Mutation. Bis zum Sturm. Puh. Okay, wir haben den ersten Angriff abgewehrt, aber der hat ja noch einige Einheiten in seiner Ehrengarde. Ich diene. Dann kümmern wir uns gleich erstmal um bessere Anforderungspunkte, Versorgung. Ein paar Sekündchen noch. So. Ich höre. Du schon mal hoch. Ich diene. Besonders gegen Fahrzeuge effektiv will ich euch hier verbessern. Fahrzeuge kommen erfahrungsgemäß relativ wenige. Deswegen bin ich mir gerade unschlüssig, was mehr Sinn macht. Bauprotokoll bestätigt. Du hast dann auch noch ein Upgrade. Ach, guck mal, wer da zum Spielen kommt. Gute Entscheidung. Gelobe sei der Imperator, dass er uns die Haut übergeben. Das ist doch ein Kampf. Ziele erfasst. So, zack, einmal alles anzünden. So weit ist es schon gekommen, was? Keine Gnade. Und fehlt uns leider auch ein bisschen das nötige Kleingeld. Bam.
Bleib du mal da hinten und halte dich mal reparaturbereit. Und du hier oben. So, wir brauchen mal ein paar Glaubenspunkte. So, schließ dich doch mal bitte den Damen hier an, zack. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Wir marschieren zu den Hymnen der Ekliga. Ich marschier jetzt mal hier oben in die eine Richtung ein bisschen schneller durch, damit wir da einfach mal den Feind platt kriegen. Bin ich tatsächlich am Limit angelangt? Scheint so. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. So, komm, wir geben euch diesmal schwere Bolter. Schön. Und dann machen wir mal den hier einfach alle platt. Den Spieler haben wir schon mal besiegt, sehr schön. So, gibt's dem Herrn mal dreckig. Jetzt habe ich ein bisschen Ressourcen gehortet, ungewollt. Sehr schön, da ist er down. Oh ja, wir machen ohne dich weiter, das glaub mal. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Wir marschieren zu den Hymnen der Ekklesiarchie. Ihr marschiert bitte einmal hier hin. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. Und ihr nehmt den ein. Danach. Wenige schaffen es. So. Den Angriff hätten wir erst einmal überwunden. Ich erwarte untertänigste Befehle. So, ich würde sagen, wir sind jetzt deutlich stabiler aufgestellt. Ich werde es erledigen. Mich ärgert das so, weil es so unnütz war, weil, also unnötig, dass wir hier diese eine Mission abgebrochen haben, und anstatt uns einfach weiter umzusehen. Ich glaube, 5 Minuten mehr Geduld und ich hätte mir zweimal diese Mission erspart. Gefühlt. Tja, was lernen wir daraus? Geduld. Immer schön geduldig sein. Komm, du musst was Wichtigeres machen. Nicht genug Energie. Ich erwarte untertänigst die Befehle.
strategischer Punkt ist eingenommen. So, mal voll das Ding. Ich bin ein Diener des Imperators. Wir kennen unsere Aufgabe. Schwerer als die Platine. Ich diene. So, die anderen werden auch noch repariert. Ordnung muss sein. Ihr könnt schon mal wieder zurück. Und sobald wir den Punkt haben, könnt ihr auch wieder zurück. Und du bau mal hier bitte einen Thermoplasma-Generator hin. Bei Anforderungspunkt haben wir genug Energie, ist momentan ein bisschen Mangel. Gelobet sei der Imperator, dass er uns diesen Ort übergeht. Im Frieden und im Krieg. Vorwärts! Ich führe aus. Na, noch nicht. Ja, komm, ein bisschen noch. Jetzt aber. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Wir werden nicht kriegen. Hexenkraft, Ketzerei und Mutation. Ich überlege gerade, wollen wir schon einen Angriff wagen? Ich werde es erledigen. Könnten wir eigentlich machen, ne? Moment, ihr seid noch gar nicht voll. Was ist denn da los? Habe ich noch was vergessen? Na, sieht ganz gut aus. Kraft, Ketzerei und Mutation. Komm, wir warten diesmal nicht auf unseren Engel. Ketzerei und Mutation. Sondern marschieren jetzt schon mal los. Eine gute Entscheidung. Hier werden Sie nicht fliegen. Geht er down? Er wird wahrscheinlich jetzt auch schon einen Generator haben. Ne, hat er nicht. Okay. Aber da hat ein paar Truppen die aufs Maul geworfen. Und dem Wunsch komme ich doch liebend gerne nach. So wird es geschehen. Ach, da hat er einen Bauschlauch gemacht, okay. Ich werde es erledigen. Eine gute Entscheidung. So, ihr Lieben. Dann lass uns mal gucken. Ach, da hat jetzt... Moment, ist die GI wirklich so dumm? Hat er jetzt gar keine Truppen nachgebaut? Hat er nur seine Garde quasi und das war's? Boah, das wäre richtig dumm. Aber so richtig dumm. Hier. Und noch zählt er nicht als besiegt. Aber gut, dann haben wir halt... Doch! Och, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hoffe inständig, dass es das letzte Mal war, dass wir uns in diesem... Ach, guck mal, jetzt haben wir sogar endlich mal das für die Verteidigung... Ach, nochmal einen Ausrüstungsteil für die Verteidigung gewonnen. Sehr schön. Nehmen wir das bitte vorübergehend ins Schild. Dass du ein bisschen länger lebst. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe inständig, dass das letzte Mal war, dass wir auf diesem Gebiet waren. Ich werde nämlich jetzt, da die Orks keine mehr haben, werde ich hier beim nächsten Mal einmarschieren, um den dann hierhin zurückzudrängen. In der Hoffnung, dass wir dann endlich die mal platt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.